beim besten Sender haben sie jetzt schon eingeschaltet. Das war eine kluge Entscheidung. Und wenn es jetzt auch der beste Fernsehempfang sein soll, da können wir Ihnen wunderbar helfen. Denn ich habe meinen Kollegen Carsten Ruhlert hier bei mir im Studio. Und der wird Ihnen jetzt die Produkte vorstellen, die auch Ihnen zu wirklich einem Top-Empfang verhelfen. Denn da gibt es so einiges, was man tun kann. Aha. Hallo Carsten. Hallo Kathi. Und wir werden tolle Dinge kennenlernen. Wir werden natürlich die Kabelkunden bedienen können. Mhm. Wir werden die Satellitenkunden bedienen können. Wir werden aber auch die Herrschaften bedienen, die vielleicht mal mit einem mobilen Endgerät, mit ihrem neuen Tablet beispielsweise oder ganz einfach mal mit ihrem Notebook zwischendurch mal eine Runde Fernsehen schauen wollen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und die schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Und mit dem klassischen Kabelempfang zu Hause werden wir anfangen. Jetzt hier mit unserem DVB-C Kabel Receiver. Der ist klein und kompakt, aber lassen Sie sich da bitte von der Größe nicht in die Irre führen. Das ist ein fantastisches Gerät, mit dem man hier in Full-HD-Qualität, vorausgesetzt das Signal kommt in Full-HD, gerne dann also auch das Lieblingsprogramm auf dem Fernseher wiedergeben kann. Schau mal, so groß wie meine Hand, cool, ganz, ganz klein, ist er wirklich sehr, sehr kompakt hier bei uns. Ein tolles kleines Gerät, der nimmt doch nicht so viel Platz weg und setzt doch nicht überhaupt so viel nicht. Staub an. Sie kennen das so aus, man muss die Geräte ja auch immer abstauben. Hier dann wirklich nur mit kleiner Fläche. Und was kann der denn? Was macht diesen kleinen Receiver hier so besonders? Nun, grundsätzlich ist es natürlich die Empfangsqualität. Du kannst hier bis Full-HD gehen, das heißt, wenn das Ausgangsmedium vielleicht also auch gerne dein eigener USB-Stick oder deine eigene externe Festplatte, die du jederzeit auch anschließen kannst. Ich kann meinen USB-Stick anschließen. Natürlich, dafür hast du hier vorne den USB-Anschluss, musst nicht immer noch Fernsehen schauen, kannst auch eigene Inhalte wiedergeben und wenn die in Full-HD gedreht worden sind, mit deinem Camcorder zum Beispiel, kannst du dir jederzeit hier über den kleinen USB-Frontanschluss natürlich ebenfalls abspielen. Das heißt, wenn ich den jetzt an meinen Fernseher angeschlossen habe, dann kann ich auch, wenn ich da einen USB-Stick zum Beispiel mit meinen Urlaubsfotos zum Beispiel reinstecke, kann ich dann auch meine Urlaubsfotos auf meinem Fernseher angucken. Aber selbstverständlich. Und das ist natürlich wesentlich komfortabler, als das früher der Fall war, wo du die irgendwo auf einem kleinen Computerbildschirm oder auf dem Laptop geschaut hast. Das natürlich, eigene Filme, eigene Videos selbstverständlich, aber eben auch das Kabelfernsehen. Und es ist häufig so, dass man von dem Kabelanbieter, mit dem man den Vertrag abgeschlossen hat, in der Regel einen Kabelreceiver vielleicht gratis bekommt. Mitunter zahlt man noch einen Euro oder zwei als monatliche Miete dafür. Aber viele haben eben noch mal ein zweites Gerät im Schlafzimmer, vielleicht sogar ein drittes Gerät noch im Kinderzimmer. Und da braucht man eben einen vernünftigen Kabelreceiver für. Den bieten wir gerade an. Und das Schöne ist, wir haben ja auch an alle Herrschaften gedacht, die einen Flachbildschirm haben, einen modernen. Und selbst die alten Röhrenfernseher kannst du hier locker noch mit dem SCART-Anschluss bedienen. Ist doch super. Also, wenn ich einen alten Röhrenfernseher habe, dann nehme ich diesen SCART-Anschluss hier hinten. Mhm. Wenn ich jetzt einen modernen Fernseher habe, das wird über einen HDMI-Kabel, glaube ich, verbunden. Richtig. Richtig, digitales Bild und Ton, natürlich hier in bester Qualität über HDMI. Aber viele haben im Schlafzimmer oder auch im Kinderzimmer noch ein etwas älteres Röhrengerät. Dann nimmst du ganz einfach den SCART-Anschluss, weil HDMI gab es im analogen Zeitalter noch nicht. Kannst natürlich auch hier über den Koaxialanschluss, da ist er, natürlich auch mal ein schönes Surround-System anschließen, damit du also einen fantastischen Ton genießen kannst und hier natürlich Kabeleingang, Kabelausgang. Und das für diesen Preis fantastisch. Ich habe extra nochmal geguckt. Selbst die günstigsten Modelle, die No-Name-Modelle, fangen bei den Online-Auktionshäusern bei ungefähr 50, 55 Euro an. Wenn man was Vernünftiges haben möchte, ist man gut und gern auch bei 100, 120 Euro angekommen. Schauen Sie sich das mal an. Für 44,56 Euro, ein Spitzenpreis für das Gerät hier. Das denke ich auch. Unter der PX1444 und der 569 können Sie den bestellen zum kleinen Preis 44,56 €. Nirgends günstiger hier bei uns und auch noch Markenqualität aus dem Hause Auvisio. Also zugreifen, wenn Sie da, wie Carsten gesagt hat, vielleicht noch einen Fernseher haben, wo Sie noch einen Kabelreceiver anschließen möchten, um auch hier dann tollen Empfang zu haben. Jetzt ist die Chance zum kleinen Preis 44,56 €. Direkt anrufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2 oder auch gerne online bestellen. Das geht bei uns ja auch immer unter www.pearl.tv. Auch da bekommen Sie dann den TV-Sonderpreis. So, jetzt hast du da einen richtig schönen neuen Kabelreceiver stehen, bist aber eine Woche oder zwei im Urlaub und möchtest natürlich hier deinen Tatort am Sonntag nicht verpassen, möchtest natürlich vielleicht auch mal deine Lieblingsserie von mir aus die täglich wiederkehrende aufzeichnen. Da kannst du ganz einfach aus deinem digitalen Kabelreceiver ein digitales Aufnahmemedium, quasi einen Festplattenrekorder machen. Ich kann aus dem Gerät einen aufnahmefähigen Receiver machen. Richtig. Wie mache ich das? Also wie beim Videorekorder früher. Genau wie beim Videorekorder, nur es geht natürlich jetzt hier um die digitale Qualität und dafür brauchst du diese sogenannte Upgrade-CD. Die packst du ganz einfach in deinen Rechner ran.
nimmst den Inhalt dieser CD auf einen USB-Stick, den verbindest du vorne mit dem Front-USB-Anschluss am Receiver. Schon werden die Daten übertragen und dann kannst du entweder manuell oder gerne auch timergesteuert deine Aufnahmen machen, genauso wie du früher auch deinen VHS-Rekorder programmiert hast. Das heißt, auch deine Lieblingsserie zum Beispiel kannst du jederzeit auch gerne mal über einen Zeitraum von 2 oder 3 Wochen täglich aufnehmen. Super, oder? Mit der ZX1503 und der 569 können Sie die bestellen. 9,41 Euro. Das ist wirklich ein super Sonderpreis. Überlegen Sie mal, der Receiver hier für nicht mal 45 Euro und dann 9,41 Euro. Und dann haben Sie einen aufnahmefähigen Receiver. Das ist doch klasse. Dann verpassen Sie nichts mehr. Und 9 von 10 unserer Kunden bestellen das auch immer direkt mit dazu. Ist wirklich sehr, sehr sinnvoll bei dem kleinen Preis. Natürlich ein richtiges Schnäppchen hier bei uns bei Pearl TV. Also das ist wirklich Spitzenklasse. Kann ich jedem nur empfehlen, auch das aktuelle Fernsehprogramm zu unterbrechen, wenn man mal kurz ans Telefon muss oder eben kurz zur Toilette, kann man dann später jederzeit wieder neu ansetzen. Es wird einfach in den Zwischenspeicher hier auf Ihrem digitalen Kabelreceiver zwischengespeichert. Um natürlich jetzt hier von dem Kabelreceiver oder auch vom SAT-Receiver oder auch von der Spielekonsole das digitale Bild in bester Qualität, sprich also in bester Bild- und Tonqualität auf den Fernseher zu bringen, hat sich das HDMI-Prinzip durchgesetzt. Von HDMI-Kabel kannst du heute immer noch richtig gutes Geld bezahlen. Um die 10, 15 Euro für das 1 Meter lange Standardkabel ist da eigentlich völlig normal. Wir haben es ebenfalls mit 1 Meter Länge hervorragend ausgestattet hier für einen absolut schmalen Euro. Spitze, oder? Ja, 3,71 Euro ist unser Preis. Also gerade beim Zubehör, da lohnt sich das Pearl TV schauen immer besonders, denn beim Zubehör, da purzeln wir uns die Preise nochmal. Da kann man richtige Schnäppchen machen. 3,71 Euro hier das tolle HDMI-Kabel. Einfach hier anschließen an den Receiver, dann zum Fernseher. Und schon kann es losgehen mit dem besten Kabelempfang bei Ihnen zu Hause. Die Bestellnummer hier ist die PE3810 und die 569. 3,71 Euro der Preis für unser 1 Meter HDMI-Kabel, 90-polig. Das Schöne ist, dass du hier also auch einen 3D-Fernseher mit bedienen kannst. Und selbst wenn du dir in der nahen Zukunft einen Ultra-HD-Fernseher, einen 4K-Fernseher zulegen möchtest, kann der die Qualität ebenfalls wiedergeben. 19-adrig, 19-polig, doppelt geschirmt für den Preis. Ein absoluter Knaller. Daran sieht man, was tatsächlich an anderer Stelle am Zubehör verdient wird. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir reden über DVB-T, terrestrisches Fernsehen. Meines Erachtens passt ein anderer Begriff wesentlich besser dazu. Viele nennen es nämlich überall Fernsehen. Weil hier brauchen Sie keinen Internetanschluss, Sie brauchen noch nicht mal mehr einen Stromanschluss. Grundsätzlich brauchen Sie hier einfach nur einen passenden Laptop zum Beispiel und dann können Sie das terrestrische Fernsehen schauen. Schau dir mal die Auslastung an. Weltweit fast überall vertreten. Ja. Natürlich Spitzenklasse hier, guck mal hier, in Europa selbstverständlich, in Eurasien, in weiten Teilen Afrika, sogar in Australien und in Grönland empfangen Sie das terrestrische Fernsehen. Ja, überall quasi, ne? Tolle deswegen Sache. Heißt es überall Fernsehen. Und mittlerweile empfängt man um die 35 bis 40 verschiedene Programme. Natürlich in digitaler Qualität, wenn es um das Bild und natürlich auch um den Ton geht. Und alles das, was Sie machen müssen, um das zu empfangen, ist ganz einfach diesen kleinen Receiver hier, so sieht er aus, mit einem freien USB-Slot an Ihrem Rechner zu verbinden. Ich suche mir mal einen, pack den kurz da dran. Die Sendesuchlaufgeschichte funktioniert übrigens vollkommen automatisch. Auch die Formate werden automatisch angepasst, sprich die Bildformate 4:3, 16:9 und dergleichen. Und dann genießt du Fernsehen, wann immer du das möchtest. Ganz einfach. Einfach an den USB-Slot von meinem Laptop einfach anschließen. Ganz genau. Das ist ja auch toll, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich zum Beispiel eine Ferienwohnung habe oder in meiner Gartenlaube bin, meinen Laptop mitnehme, dann kann ich dort meine Lieblingsprogramme quasi schauen. Richtig. Es ist häufig auch schon mal so, dass du von mir aus auch mal irgendwo zu Besuch bist oder von mir aus irgendwo unterwegs bist in einer günstigen Pension. Die haben vielleicht nicht unbedingt einen Fernseher auf dem Zimmer. Möchtest trotzdem abends trotzdem ganz gerne mal in die Nachrichten reinschauen, Wettervorhersage oder vielleicht auch mal die Aktienkurse oder sowas in den Nachrichtensendern anschauen. Dann hast du jetzt hier jederzeit die Chance dazu. Sämtliche privaten, sämtliche öffentlich-rechtlichen natürlich, ARD, ZDF, WDR, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, die ganzen dritten Programme, aber eben auch die privaten. RTL, ProSieben, Sat.1 kriegst du alle damit rein. Und das für 28,41 Euro. Das ist natürlich ein kleines Extra für Ihren Laptop, der Ihnen dann zum richtigen Fernseher macht. Auch hier Markenqualität aus dem Hause, auch Visio mit der PX1340 und der 569 können Sie den bestellen und dann können Sie überall Fernsehen schauen. Auch gerade mal unterwegs, eine tolle Sache. Mein Laptop hat man dabei und schon hat man hier das Fernsehprogramm. Vielleicht auch mal bei der Rast irgendwo schön, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kann man dann die Lieblingsserie schauen oder vielleicht auch ein Sportereignis.
Erlebnis verfolgen. Wirklich schön, für kleines Geld hier bei uns. Ich finde es alleine deswegen schon super, weil du natürlich auch hier das laufende Fernsehprogramm unterbrechen kannst. So seltsam, wie es klingt, Sie sehen im Fernsehen eine, oder hier über DVB-T, eine Live-Sendung, die gerade live ausgestrahlt wird und das Telefon klingelt. Sie sind gerade so in den letzten Zügen, würden das Ende ganz gerne noch mitbekommen. Dann drücken Sie einfach auf Stopp, das Programm wird gestoppt. Alles das, was danach live ausgestrahlt wird, geht in den Zwischenspeicher Ihres Rechners. Und wenn Sie wiederkommen, wenn das Telefonat beendet ist oder Sie zurück von der Toilette kommen, drücken Sie einfach wieder auf Start und setzen genau an dieser Stelle wieder an. Übrigens mit DAB+, das heißt mit Rauschunterdrückung, das heißt, du hast nicht nur ein gestochen scharfes Bild im digitalen Bereich, du hast natürlich hier auch jederzeit eine Tonqualität, die du sonst eigentlich nur von einer CD her kennst. Und das alles von diesem kleinen Kerlchen hier für noch nicht mal 30 Euro. Kein Wunder, dass das unseren Zuschauern gefällt. Natürlich, 28,41 Euro, PX1340 und die 569 ist Ihre Bestellnummer. Die Leitungen sind jetzt für Sie frei, wenn Sie sagen, ja, das möchte ich mir nach Hause bestellen für meinen Laptop oder vielleicht auch als Geschenk, falls Sie jemanden kennen, der immer mit seinem Laptop unterwegs ist und der gerne mal zwischendurch Fernsehen schauen möchte. 28,41 Euro ist der Preis. Unsere Telefonnummer, das ist die 0180 51 51. Dreimal die 2, da können Sie anrufen und bestellen 24 Stunden pro Tag. Jetzt haben wir schon sehr, sehr interessante Ansätze gesehen, oder? Wir haben die Kabelkunden hervorragend mit dem neuen DVB-C Kabel Receiver bedient. Wir haben die Herrschaften, die ganz gerne mit ihrem Laptop mal unterwegs, auch mal ganz gerne schönes digitales Fernsehen schauen wollen. Sehr, sehr glücklich gemacht. Und jetzt reden wir mal über die Möglichkeiten eines mobilen Endgerätes, sprich also ein Smartphone oder auch gerne mal ein Tablet. Vielleicht ein schönes 8 Zoll großes Gerät oder auch 9,7 Zoll großes Gerät. Einzige Voraussetzung, die man erfüllen muss, ist bitte das Android-Betriebssystem drauf zu haben. Und das hat mittlerweile einen Marktanteil von über 80%. Und dann brauchen Sie diesen kleinen DVB-T-Receiver. Auch da reden wir von terrestrischem Fernsehen. Und schauen Sie mal hier im Vergleich zu meinem Finger. Der ist winzig klein, aber auch hier darf man bitte von der Größe nicht auf den Inhalt schließen. Auch hier empfängst du terrestrisches Fernsehen, um die 35 bis 40 Programme, natürlich in digitaler Qualität. Und Katja hat den Receiver hier schon mal ganz kurz angedockt. Da ist ein Micro-USB-Anschluss mit dran, passt auf alle gängigen Geräte, natürlich auch auf unsere. Und dann laden sich einfach nur noch die passende App runter. Die gibt es gratis im Play Store und dann kannst du filmen auf deinem mobilen Endgerät genießen. Markenqualität hier aus dem Hause auf Visio für Sie. Ganz, ganz klein, aber mit was für einer großen Wirkung. Einfach hier anschließen, Sie sehen es, ich habe es hier einfach mal eingesteckt an der Seite, dann hier diese Antenne ausgefahren. Aha. Und man kann die dann dementsprechend ausrichten, mal schauen, wie man den besten Empfang hat. Und ich habe, glaube ich, gesehen, da ist noch eine zweite Antenne mitgeliefert. Da ist noch eine zweite Antenne, ne? Dabei, so eine Art Wurfantenne. Die kann ich auswechseln. Richtig, ganz einfach rausziehen, da muss auch nichts geschraubt werden. Warte. Muss man mal schauen, je nachdem, wo Sie da sind, muss man ein bisschen gucken, wie ist der Empfang am besten, entweder mit dieser Antenne oder eben mit der anderen Antenne, die ganz einfach nur draufgesteckt wird. So einfach funktioniert das, ob Sie die rausziehen müssen oder nicht, hängt von der Region ab, wo Sie da unterwegs sind. Und dann genießen Sie natürlich sämtliche frei empfangbaren digitalen Fernsehprogramme, sämtliche frei empfangbaren digitalen Radioprogramme, natürlich ebenfalls in einer brillanten Qualität und natürlich auch die frei empfangbaren HD-TV-Programme, unter anderem viele Spartensender, ZDF beispielsweise, hat ZDF Info, ZDF Classic, und vieles mehr. Das sind schon sehr, sehr interessante Programmansätze. Und die beispielsweise auch mal auf unserem 16:9 Tablet, das ist schon ein richtiger Hochgenuss, wenn du unterwegs bist. Vor allem, wenn ich mein Tablet auch unterwegs mit dabei habe, gerade jetzt, ich denke an die Urlaubssaison, ja. Weil dann nehmen ja viele dann ihr Tablet auch mit, um dann vielleicht am Pool zu liegen zum und Beispiel. Dann vielleicht mal einen Film zu gucken, ja. Oder halt ein bisschen zu spielen und ein E-Book zu lesen. Viele nutzen ihr Tablet ja auch als E-Book-Reader. Ja. Und da kann ich dann diesen tollen DVB-T-Empfänger mitnehmen, ja. Und habe dann auch im Ausland ja überall quasi Fernsehen. Selbstverständlich. Oder? Wir haben die Auslastung von DVB-T ja eben schon gesehen. Das heißt komplett Europa, also auch ein Urlaub auf Mallorca zum Beispiel, an der französischen Atlantikküste oder irgendwo in Portugal, ist ohne weiteres möglich. Und du musst hier noch nicht mal auf dein Lieblingsfernsehen, auf dein Lieblingsprogramm verzichten. Und das völlig unabhängig vom Internet, von irgendeiner Steckdose, weil der kleine DVB-T-Receiver natürlich mit dem Strom deines mobilen Endgerätes versorgt wird. Das heißt, du hast alle Freiheiten dieser Welt, kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, musst noch nicht mal eine Steckdose suchen und schaust dir dein Lieblings Programm in digitaler Qualität. Und wie cool ist das? Dass das so oder? Einfach geht, ja. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist eine tolle Sache, oder? Haben Sie das gewusst? Eine schöne Angelegenheit hier. Das für so ein Tablet, da macht es dann richtig Spaß, das zu nutzen, wenn ich dann auch immer überall unterwegs Fernsehen gucken kann. Ah. Hier auch für kleines Geld 35,06 Euro. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen einmal. PX8819 und die 569. Da überlegen Sie am besten gar nicht lange, wenn Sie Ihr Tablet schon immer auch als Fernseher nutzen wollten. Auch gerade
gerade im Ausland, wirklich eine schöne Sache, unterwegs in den Urlaub, dabei vielleicht sein Lieblingsfernsehprogramm schauen. Das geht jetzt hier bei uns. Markenqualität aus dem Hause Auvisio. Unser Mini-DVB-T-Receiver für die Android-Geräte. Bestellnummer PX8819 und die 569. 35,06 €. Unser TV-Sonderpreis heute für Sie. Das ist schon speziell. Guck dir mal unseren Roman hier an. Der liegt da mitten im Wald, wirklich weit entfernt von irgendeinem Internetanschluss. Erst recht noch weiter entfernt von irgendeiner Steckdose. Und trotzdem zieht er sich sein Lieblingsprogramm rein. Stell dir mal vor, du liegst auf Mallorca am Strand und schaust dir von mir aus dann irgendwann um 6:30 oder um 6 Uhr am Samstagabend dann mal an, wie denn die Fußball-Bundesliga ausgegangen ist. Nicht nur am Strand, sondern gerade die Wartezeiten, die man immer hat. Überlegen Sie mal, wenn Sie irgendwo sitzen, irgendwie am Flughafen oder die Bahn lässt man wieder auf sich warten. Das passiert ja auch häufig. Dann haben sie ein schönes Fernsehprogramm. Das ist doch was, oder? Aber super. Du hast uns noch eine Kleinigkeit hier mitgebracht. Das ist wieder ein Receiver. Was haben wir hier genau? Das ist gut formuliert, was du gerade sagst. Ist eine Kleinigkeit. Und sehr viel mehr ist es ehrlich gesagt auch nicht. Zumindest, wenn wir von der Größe des Gerätes sprechen. Auch hier haben wir einen Pearl TV HD Sat Receiver. Für zu Hause natürlich, für das Satellitenfernsehen. Und der ist gerade mal so groß wie die ausgewachsene Hand eines Menschen. Also ungefähr etwas kleiner als DIN A5 Größe. Der fällt gar nicht wirklich auf. Da wird auch keiner schimpfen, wenn es das 20. Gerät irgendwie unter dem Fernsehapparat ist. Und auch hier hast du eine brillante Empfangsqualität. In HD natürlich. Ein HD-Sat-Receiver geht normalerweise im Einzelhandel bei 60-70 € los. Schau dir unseren Preis mal an. 25,55 € für einen HD-Sat-Receiver. Spitzenklasse. Auch hier Markenqualität aus dem Hause Auvisio wieder. Und der Preis ist wirklich der Knaller. Und viele Zehntausende unserer Kunden haben hier schon zugegriffen, weil das wirklich ein Schnäppchen ist, was wir hier haben. Wir sprechen hier von unserer Pearl-Edition. Ja. Die ist ganz speziell, weil die hat so ein kleines Extra. Und das kann ich Ihnen auch eigentlich mal zeigen. Warte, wir haben den doch hier hinten angeschlossen. Ich glaube, auf Position 30 oder was fangen die ganzen Spartenkanäle an, die im hochauflösenden Fernsehen, also im HD-Bereich zu Hause sind. Egal, wo Sie sich im Programmablauf befinden. Sie finden immer wieder mit einem Tastendruck auf die Pearl TV Direktwahltaste wieder direkt zu uns. Egal, ob Sie Pearl TV auf Position 1 oder Position 500 eingespeichert haben und egal, wo Sie im Ablauf sind, ein Tastendruck reicht. Das geht ganz einfach. Wir können mal gucken, ja? Hier oben ist nämlich die grüne Taste und wenn ich die jetzt drücke, schauen Sie mal, was hinter mir auf dem Fernseher dann passiert. Also ich drücke einfach hier auf die grüne Taste. Zipp. So. Und jetzt sehen Sie, zack. Da sind wir dann direkt bei Pearl TV hier bei uns im Live-Programm. Das ging jetzt ruckzuck, oder? Also eine tolle Sache hier mit dieser Pearl-Direktwahltaste. Das sollten Sie auch zu Hause haben. Ich finde das spitzenklasse. Da bist du ruckizucki mal wieder bei uns und kannst zwischendurch natürlich auch mal reinseppen und mal schauen, was Pearl TV wieder für coole Schnapper im Angebot hat. Nochmal bitte, 25,55 € ist ein Hammerpreis für einen HD-Sat-Receiver. Normalerweise an anderer Stelle locker dreimal so teuer. Wir haben das Gerät mittlerweile, glaube ich, über 50.000 Mal schon verschickt. Also da wissen unsere Kunden Qualität zu schätzen. Und auch hier sehe ich wieder vorne einen USB-Steckplatz. Das heißt, also, hier ist auch ein Media Player integriert, sodass ich Fotos mir angucken kann, direkt über einen USB-Stick. Oder auch dann Film, wenn ich den auf dem USB-Stick habe, kann ich mir auch anschauen. Du kannst übrigens sogar eine externe Festplatte bis zu einer Speichergröße von bis zu 2 Terabyte, bis zu 2000 Gigabyte anschließen. Da kriegen Sie also Ihre komplette Filmsammlung, Ihre komplette Seriensammlung drauf und sicherlich auch das, was Sie an Urlaubsfotos in den letzten Jahren gemacht haben. Ja. Auch die Anschlüsse sind sehr interessant. HDMI-Anschluss natürlich, SCART-Anschluss, alles komplett dabei. Also Flachbildschirme, ältere Fernsehgeräte lassen sich hervorragend damit verbinden. Und selbstverständlich auch eine schöne Surround-Anlage, zum Beispiel eine schöne 5.1-Anlage für zu Hause. Denn hiermit empfangen Sie natürlich brillante Fernsehqualität und da gehört auch ein passender Ton mit dazu. PX1369 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. 25,55 € ist der Preis. Greifen Sie da jetzt zu, bestellen Sie, sehr, sehr beliebt hier bei uns. Ja. Und du hast jetzt hier noch so einen kleinen USB-Stick mitgebracht, den kann ich hier vorne einstecken. Was ist das für ein USB-Stick? Wozu brauche ich den? Der hat zwei Funktionen. Zum einen ist das ein ganz normaler USB-Stick mit einer ordentlichen Speicherkapazität. Das heißt, wir reden von 32 Gigabyte. Das alleine schon mal spitze für Ihre eigenen Fotos und Ihre eigenen Videos. Hauptgrund für das Angebot in diesem Moment ist aber das, was sich an Software drauf befindet. Das ist nämlich eine Upgrade-Software, mit der du tatsächlich aus deinem Pearl TV HD Sat Receiver einen digitalen Aufnahmerekorder machen kannst, wie einen digitalen Festplattenrekorder. Die Software, die du brauchst, um das Gerät abzudaten auf die Videorekorder-Funktion, nennen wir es mal so, ist da schon drauf. Das heißt, du steckst den Stick ganz einfach rein, machst den Receiver an, alles andere passiert absolut vollautomatisch. Und dann kann der auch aufnehmen.
wenn ich das hier eingesteckt habe, dann kann der auch aufnehmen. Und ich kann hier auch direkt auf den Stick aufnehmen, weil der halt 32 GB Speicherplatz hat. Richtig, das heißt, du kannst ihn reinpacken in den USB-Anschluss, dann zieht er sich die entsprechenden Daten runter, das dauert ein paar Sekunden und dann hast du gleichzeitig auch noch 32 GB Speicher zur Verfügung. Das ist ja der Wahnsinn! Für deine Fernsehsendungen, für deine Blockbuster, für deine Serie, für alles, was du aufnehmen möchtest. Das ist ja toll und das für 29,90 €. Hammer, der kostet ja normal mein USB-Stick mit 32 GB Speicherplatz kostet schon mehr. Und hier ist dann die Software direkt mit drauf, um den aufnahmefähig zu machen, damit sie damit auch rein aufnehmen können. Also hier direkt zugreifen. 29,90 € kostet dieser tolle 32 GB USB-Stick, um ihren tollen Receiver aufnahmefähig zu machen. PX4935 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Also den würde ich direkt mit dazu bestellen. Das ist eine tolle Sache. Das machen die meisten, weil irgendwann ist einfach mal Urlaubszeit da und du möchtest vielleicht dann doch ganz gerne mal was aufzeichnen, wenn es auch mal ein schönes Sportevent beispielsweise ist oder ein besonderer Filmbeitrag, eine besondere Geschichte im Fernsehen, die du nicht verpassen möchtest, kannst du damit jederzeit machen. Auch da gibt es natürlich jetzt hier nochmal den Übergang vom HD-SAT-Receiver auf den Fernseher. Da braucht man ein HDMI-Kabel für. Wir haben Ihnen eben schon ein 1 Meter langes vorgestellt, ein Standardkabel, schon super von den Möglichkeiten. Aber jetzt haben wir hier nochmal ein richtig gutes Kabel für Sie. Nylon ummantelt, vergoldete Anschlüsse hier, 1 Meter lang, wirklich extremst flexibel und dabei unglaublich robust. Was Besseres haben wir derzeit wirklich nicht im Programm, um digitales Fernsehen in brillanter Bild- und Tonqualität vom SAT-Receiver auf den Fernseher zu bringen. Markenqualität von Auvisio hier wieder. Man sieht es direkt, wie wertig das gemacht ist hier, diese tollen goldenen Stecker. Du hast die Nylon-Ummantelung angesprochen. Das fühlt sich auch ganz toll an hier. Schauen Sie sich das an. Oh, ein wirklich hochwertiges HDMI-Kabel hier für Sie. Und das für 6,56 € bei uns im TV-Sonderangebot. Da würde ich direkt zugreifen, denn es ist wirklich schön und natürlich sehr hochwertig gemacht. Ja. Da hat man dann auch besten Empfang, ne? Ja, absolut. Kannst du natürlich auch für die 3D Fernseher beispielsweise benutzen, auch von der Spielekonsole in den Flachbildschirm hinein. Da brauchst du in der Regel auch ein HDMI-Kabel für die PlayStation, für die Xbox zum Beispiel, um da nur mal zwei Beispiele zu nennen. Du hast hier wirklich einfach eine brillante Bild- und Tonübertragung und genau das möchtest du haben. Häufig ist es schon mal bei günstigen Kabeln im Einzelhandel so, dass die Bildqualität und auch die Tonqualität nicht unbedingt das ist, was du dir vorgestellt hast. Damit kriegst du wirklich eine brillante Bild- und Tonqualität auf deinen Fernsehapparat und das sogar bis zum Ultra-HD. Also auch wenn du später mal einen 4K-Fernseher kaufen möchtest, kannst du das Kabel immer noch verwenden. Satellitenfernsehen ist eine super Angelegenheit, mal unabhängig von den Anschaffungskosten ist Satellitenfernsehen kostenlos. Für Kabel zahlst du im Monat einen Obolus, Satellitenfernsehen ist kostenlos, aber du möchtest es vielleicht nicht nur zu Hause nutzen, du möchtest vielleicht auch mal unterwegs gutes Satellitenfernsehen schauen. Nur so eine große Satellitenschüssel mitzuschleppen ist mitunter dann doch etwas aufwendig. Ja. Wir haben einen sehr schönen kleinen, kompakten Vertreter. Also gerade, wenn man vielleicht auch ein Wohnmobil hat oder natürlich einen Wohnwagen auf dem Campingplatz oder die ganzen LKW-Fahrer, die jeden Abend irgendwo an der Raststätte übernachten müssen. Die schauen sich natürlich auch dann ganz gerne mal Fernsehen an. Und wenn es in digitaler Qualität sein soll, brauchst du natürlich eine Schüssel, um Satellitenfernsehen zu empfangen. Diese hier ist wirklich klein und kompakt. Und wir sehen hier gerade mal ein Beispiel. Gerade im Campingbereich ist das Spitzenklasse. Warum sollst du irgendwo anders, wenn du im Ausland unterwegs bist oder auf dem Campingplatz bist, auf deine Lieblingsserien, auf deine Lieblingsfilme verzichten müssen? Hier hast du eine super Antenne, die ein fantastisches Bild abliefert. Und ich glaube, dass wir hier in dem Bereich 43x43 cm einen sehr, sehr kompakten und vor allen Dingen sehr leichten Vertreter seiner Art haben. Ist er leicht? Ein brillantes Bild garantiert. Ach ja, stimmt. Der ist wirklich ganz leicht. Und für wie viele Anschlüsse ist der jetzt? Das ist ein Twin-LNB. Das heißt, du kannst hier bis zu zwei verschiedene Receiver anschließen. Wenn du also möchtest und hast genug Platz in deinem Campingmobil oder in deinem LKW, kannst du sogar bis zu zwei verschiedene Fernsehapparate anschließen. Muss nicht. Du kannst auch nur einen dafür benutzen beispielsweise. Aber der Einsatzbereich ist nicht nur auf das Mobile beschränkt. Du kannst sie natürlich auch zu Hause an einen Pfahl, an das Geländer beispielsweise deines Balkons befestigen, ganz so wie du es möchtest. Aber aufgrund der kompakten Bauart und aufgrund der leichten Montage empfiehlt sich natürlich speziell dieses Gerät für den mobilen Einsatz. Und wir sehen es hier gerade mal. Kann man oben links? Ganz unauffällig, da oben ist es versteckt. Also fällt gar nicht auf durch diese kleine kompakte Bauweise. Eine schöne Sache und der Preis ist natürlich der Wahnsinn, wenn man das überlegt hier. Für eine Twin-LNB-Flachantenne 85,41 €.
Das ist ein absoluter Knaller. Also man hat vor 5, 6 Jahren noch ungefähr gesagt, die Satellitenschüsseln brauchen ungefähr 1 Meter mal 1 Meter Größe mit einem richtig dicken LNB vorne dran. Das sind die etwas älteren Teile, die man mitunter noch auf den Hausdächern findet. Ja. Völliger Blödsinn. Die kleinen Apparate sind so ausgereift mittlerweile. Technik entwickelt sich ja weiter. Eben. Ne? Und also daran warum sieht man das ja auch. Wirklich ja, sehr an. Empfangsstark und toll verarbeitet. Auch wirklich sehr schön gemacht. Montagematerial hier kommt auch alles mit. Ist komplett mit dabei. Alles das, was du brauchst, um die Schüssel entweder an der Wand zu befestigen, oder vielleicht auch am Balkongeländer oder von mir aus auch gerne an einem Pfahl, von mir aus an einem Laternenpfahl. Alles wird da entsprechend mitgeliefert. Und das Schöne ist, wir reden hier von einer sogenannten dualen Polarisation. Das bedeutet, diese Satellitenschüssel kann wirklich auf jeden einzelnen Satelliten zugreifen. Der momentan gängigste ist der Astra, über den man natürlich auch Pearl TV empfängt. Ja? Aber du kannst natürlich auch auf den Eutelsat, auf den Hotbird und viele andere zugreifen, wenn du das möchtest. Das alles gibt die Schüssel Schau her. Mal, was da alles mit bei ist an Montagematerial. Ein super Paket, also egal wo du es befestigst. Möchtest, du hast die richtigen Befestigungslösungen dabei und sogar Schrauben und Muttern für die Wandmontage sind hier bereits im Set enthalten. Ja, wunderbar. 85,41 Euro ist unser Preis. Die Bestellnummer hier, die PX1547 und die 569. Gerade wenn Sie da so eine kleine, kompakte Lösung suchen, dann bitteschön zum kleinen TV-Sonderpreis hier heute bei uns. Wirklich toll gemacht, ne? Schön verarbeitet. Ja, also vor 4, 5 Jahren hast du also wirklich für eine vernünftige Satellitenschüssel locker noch ein paar hundert Euro auf den Tisch gelegt. Mittlerweile sieht man, wie günstig so etwas tatsächlich zu haben ist. Und wenn Sie möchten, können Sie hiermit sogar bis zu 2 verschiedene Fernsehapparate mit unterschiedlichen Fernsehprogrammen bedienen. Und das alles für 85,41 €. Kann ich verstehen, dass die Leute, speziell jetzt für den Urlaub, fürs Camping und auch für die Lkw-Fahrer hier gerne zugreifen. Haben wir sehr, sehr stark verkauft hier, diese Schüssel. Kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich ein tolles Angebot hier bei uns. PX1547 und die 569, das ist hier die Bestellnummer. Aber du hast uns noch mehr Flachantennen mitgebracht, gerade für den Einsatz dann auch zu Hause. Oft sagen ja die Vermieter dann, sie kennen das vielleicht, lieber Kabel, kein Sat, weil dann sind überall die großen Schüsseln am Haus. Das ist nicht so schön, das sieht immer ein bisschen unvorteilhaft aus an der Hausfassade. Oder sie haben vielleicht auch ein Eigenheim und sagen, so eine Sat-Antenne hätte ich vielleicht gerne, aber kommt, na, mag ich auch nicht so, lieber irgendwas Dezentes. Aber es geht ja auch dezent, es geht ja auch richtig versteckt. Ja, und zwar so, dass du es eigentlich nicht mehr wirklich wahrnehmen kannst. Wir werden Ihnen gleich ein Beispiel zeigen und wenn Sie nicht wissen, dass da an dieser Stelle eine Satellitenschüssel steht, wenn man sie nicht mit der Nase drauf hinstoßen, schau, werden Sie wahrscheinlich dreimal hinschauen müssen. Sehen Sie sie? Da ist sie versteckt. Schwierig, da ist sie. Ne? Guck mal hier. Also das ist jetzt wirklich mal ein ganz tolles Modell. Wir nennen es intern auch ganz gerne Chamäleon, weil du es hier natürlich jederzeit bekleben kannst in den Farben deiner Hausfassade, wie hier beispielsweise, wie die Farben der Dachziegel. Du kannst sie natürlich auch jederzeit anmalen. An der Empfangsqualität ändert sich gar nichts, aber die Schüssel ist regelrecht getarnt. Also da kann meines Erachtens kein Vermieter mehr Nein sagen. Wenn du das hier schön dezent integrieren kannst, vielleicht auch in Grau, wie die Hausfassade im unteren Bereich ist, einfach anstreichen und schon fällt so eine Schüssel gar nicht mehr wirklich auf. Und super, die ist auch extrem flach, die wir hier haben. Das ist ja so eine Flachantenne. Ich kann die mal so ein bisschen rumdrehen, damit Sie das sehen. Schauen Sie sich das mal von der Seite an. Die ist natürlich toll. Die kannst du wirklich ganz nah an die Hauswand oder dann auch vielleicht ans Balkongitter einfach anbringen. Natürlich. Liegt sehr schön flach an. Gibst du mal ist dann natürlich. Soll ich mal anheben? Ja. Oh, die ist auch relativ leicht. Nichts mehr, oder? Nee, das geht wunderbar. Die kann ich auch selber anbringen. Ne? Absolut. Da brauche ich keinen Fachmann zu kommen lassen. Es ist natürlich wieder eine Frage, wie richtet man so eine Schüssel aus, damit man ein perfektes Bild hat, damit man einen perfekten Ton hat. Da kommen wir später auch nochmal. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt Satellitenfinder für kleines Geld, die Ihnen wirklich auch den mobilen Einsatz hier absolut in hervorragender Qualität gewährleisten können. Ist ein Twin-LNB-Anschluss. Das heißt, du kannst, aber du musst nicht unbedingt bis zu 2 verschiedene Fernsehapparate mit unterschiedlichem Satellitenprogramm bestücken. Finde ich super. Mhm. Und gerade durch diese flache Bauweise, glaube ich, ist sie auch relativ wetterungsbeständig. Also gerade wenn ich so an Wind, an Stürme und so weiter denke, oder? Das ist doch dann. Da haben viele immer Angst vor, weil die immer denken, sobald dann irgendwann im November die ganzen Herbststürme kommen, da fliegt mir meine Schüssel auseinander. Ganz ehrlich, die ist so extremst robust. Die kannst du also im Temperaturbereich von minus 30 bis plus 60 Grad einsetzen. Mhm. Die ist wind- und wetterbeständig, hat eine spezielle Beschichtung, ist also wirklich perfekt geeignet, um sie auch mal auf der wetterzugewandten Seite an der Wand zu montieren, an einem Pfahl oder gerne mal an einem Geländer zum Beispiel von einem Balkon. Ich kann die Vermieter ein Stück weit verstehen, denn ich sag mal, unterschiedlich große, unterschiedlich farbige Schüsseln
an so einer Hausfassade in so einem 10-12-Parteien-Haus. Das sieht einfach ein bisschen seltsam aus. Ein bisschen assi hat mein Vermieter mal gesagt, sieht es aus. Und so etwas Tarnbares fällt gar nicht wirklich auf. Da kann kein Mensch mehr wirklich was gegen sagen. Und auch sie haben ihre Hausfassade nicht mit irgendeiner komischen Schüssel verschandelt. Das Ganze gibt es natürlich hier für bis zu 2 Fernsehapparate, zum Beispiel Wohnzimmer und Schlafzimmer. Es gibt hier aber auch die Variante mit den sogenannten Quad-LMB. Da sind jetzt bis zu 4 verschiedene Anschlüsse mit dabei. Für das heißt, Haushalt. Da kann ich 4 Receiver dann anschließen. Genau, richtig. Und zum Beispiel fürs Wohnzimmer, für mein Schlafzimmer und vielleicht auch für die beiden Kinderzimmer noch. Zum Beispiel. Oder du hast einen netten Nachbarn, der auch sagt, du, ich möchte auch ganz gerne mal auf Satellitenfernsehen umsteigen, möchten aber jetzt nicht unbedingt 2 Schüsseln haben. Kannst du dir natürlich auch mit deinem Nachbarn eine Schüssel teilen, wenn du das möchtest. Das ist auch eine clevere Lösung. 2 Anschlüsse zu dir und 2 weitere zum Nachbarn. Dann teilst du hier das Geld. Überleg mal, bei 161,41 € für diese Quad-LMB-Antenne. Oh, das ist eine tolle Sache, dann komme ich ja richtig preiswert weg. Ja. Es gibt auch viele, die eine Einliegerwohnung haben. Ein Familienhaus mit einer Einliegerwohnung, vielleicht die Frau Mama noch dabei oder vielleicht den Großvater noch irgendwo in der Einliegerwohnung. Da muss man nicht unbedingt immer gleich so viele Satellitenschüsseln irgendwo an der Fassade befestigen. Irgendwann sieht es dann auch nicht mehr wirklich schön aus, auch wenn man sie noch so gut bekleben kann. Dann nehmen unsere Kunden ganz gerne die Quad-LNB-Lösung. Das heißt, sie können hier bis zu 4 verschiedene Fernsehapparate mit unterschiedlichen Fernsehprogrammen bestücken. Es gibt übrigens auch viele, die schauen gelegentlich schon mal im Splitscreen. Das heißt, ein großes Bild von mir aus von einer Sportübertragung und dann nochmal ein kleines Bild mit Aktienkursen oder was drin. Das kannst du hiermit natürlich ebenfalls machen. Schau dir das an. Ja, genau sowas hier. Ja, das könnte jetzt ein Nachrichtenprogramm und von mir aus eine Sportveranstaltung sein. So einfach geht das. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du unterschiedliche Anschlüsse hast, die verschiedene Programme abliefern. Und das ist hier definitiv gegeben. €161,41 € ist unser TV-Sonderpreis. Kommt natürlich dann auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, wenn Sie bestellen. Denn Sie wissen, bei uns ab 150 € keine Versandkosten mehr für Sie. Deshalb zugreifen unter der PX 1385 und der 569 können Sie die jetzt bestellen. Unsere tolle Satellitenflachantenne hier mit den 4 Anschlüssen. Das bedeutet, 4 Receiver können da angeschlossen werden. Das ist doch toll. Dann kann man wirklich perfekt Fernsehen schauen im gesamten Haus. Mhm. Wir haben übrigens auch viele Kunden, die ihre Kinder, die jetzt gerade zum Sommersemester anfangen, an der Uni zu studieren, in einer anderen Stadt, die damit ausgestattet werden. Gerade in der WG zum Beispiel, 3 oder 4 Parteien, da möchte jeder so seine Ruhe haben am Abend. Da hat jeder so sein eigenes Fernsehprogramm, was er gerne schaut. Da reicht eine Schüssel mit bis zu 4 verschiedenen Anschlüssen. Da können in 4 verschiedenen Räumen 4 verschiedene Menschen 4 verschiedene Fernsehprogramme schauen. Und das für 161,41 €. Da hast du vor ein paar Jahren noch ein kleines Vermögen für bezahlt. Und es lohnt sich ja wirklich, auf Satellitenempfang umzusteigen. Denn man hat ja dann nur einmal quasi diesen Grundpreis, den ich zahle für das gesamte Material. Ja. Und muss dann die Receiver halt noch dazu kaufen, jeweils wie viel ich brauche. Aber das war es ja dann auch. Das ist ja nicht wie bei Kabel, wo ich monatlich immer wieder zahlen muss. Sondern das rentiert sich ja dann irgendwann nach einer gewissen Zeit. Ich sag mal, Kabelfernsehen ist sicherlich eine coole Angelegenheit. Eine super Qualität, keine Frage. Aber Satellitenfernsehen ist eben, mal abgesehen von den Anschaffungskosten, tatsächlich kostenfrei. Und du kannst die Schüssel, du kannst die Kabel, den Satellitenreceiver natürlich auch immer wieder mitnehmen, auch wenn du mal umziehst. Mhm. Beim Kabel sieht die Welt dann leider etwas anders aus. Ja. Jetzt muss natürlich irgendwie das Signal, also die sogenannte Feldstärke des Satelliten, von ihrer Satellitenschüssel rein ins Haus zu ihrem Satellitenreceiver. Ja, und da haben wir ein ganz, ganz tolles Kabel mit 25 Meter Länge. Jetzt sagt aber wahrscheinlich der ein oder andere von Ihnen, 25 Meter brauche ich nicht. Bei mir wären es ungefähr 16 Meter, vielleicht 17 Meter, vielleicht auch nur 13 Meter, dann haben wir jetzt hier eine ganz, ganz clevere Lösung. Denn wie du hier siehst, ist ein sogenannter LNB-Anschluss bereits fest mit dem Kabel montiert. Ja, musst du dich nicht mehr drum kümmern. Der zweite ist aber locker. Und das bedeutet, du kannst dieses Kabel jederzeit auf deine gewünschte Länge abschneiden. Ablängen, würde der Fachmann dazu sagen. Mhm. Sonst hast du überall immer diese Affenschaukeln oder irgendwelche Kabelwulste unterm Sofa, unterm Teppich. Kannst du damit komplett vermeiden. Ein super Kabel, ein richtig interessantes 25 Meter langes Koaxialkabel, super Qualität. Und das ist eben zuschneidbar auf die Länge, die du brauchst. Also das hier ist fest installiert, diese Seite hier. Und diese Seite hier kann ich dann abmachen. Zieh mal, trau dich. Soll ich mal? Oder ist fest dran, haben die Kollegen es festgemacht. Ja, na, komm. Ist fest. Nee, oh, ah, da, ich hab's siehste? Da. Ja, da seien Sie mal nicht so schüchtern. Also nee, da ganz einfach abschneiden auf die gewünschte Länge und dann ganz einfach wieder anschließen. Das ist eine Sache von 2 Sekunden. Die Wetterschutztülle ist natürlich ebenfalls mit dabei. Ja, das heißt, drauf. Die Seite kommt dann mit dem Anschluss natürlich versehen an die Satellitenschüssel in einer Länge, die Sie sich herausgesucht haben. Und dann haben Sie einen fantastischen und brillanten Film- und Fernsehempfang. 25 Meter für 6,56 €. Das ist ein Hammer.
Koaxialkabel, 25 Meter Länge, für keine 7 Euro. Ganz ehrlich, da kann ich verstehen, dass die Leute da zugreifen. Um die 12 bis 15 Euro, mittlerweile völlig normal im Einzelhandel, ohne mit der Wimper zu zucken, wird das verlangt. Wir haben es noch nicht mal für 7 Euro im Programm. Also da würde ich zugreifen, wenn Sie da Bedarf haben. Günstiger gibt es das nirgendwo anders als bei mit uns der PX5181 und der 569 können Sie das bestellen. 25 Meter Sat-Anschlusskabel hier bei uns zum Wahnsinnspreis 6,56 Euro. Da heißt es jetzt anrufen und bestellen. 0180 51 51 dreimal die 2. So, wir haben aber noch ein sehr interessantes Sat-Anschluss-Set. Ich habe nämlich auch vor geraumer Zeit mal bei uns zu Hause festgestellt, dass das Kabel, was eben zum Satellitenreceiver geführt wird, mitunter durch die runde Form schon mal so das ein oder andere an Stolperfallen, an Beulen im Teppich hinterlässt. Das kennen Sie wahrscheinlich, sieht doof aus und mitunter stolpert man auch noch. Und genau deswegen haben wir jetzt hier ein wunderschönes 10 Meter langes, extra flaches Kabel für Sie im Programm. Und das sieht natürlich jetzt schon mal im direkten Vergleich ganz anders aus. Ja, schau mal, hier sieht man aus, das, glaube ich, sehr gut. Hier ist ein rundes Kabel eingesetzt. Das sieht man hier, das macht hier diesen Huppel auf dem Teppich. So eine richtige Stolperfalle. Vor allem beim Staubsaugen, da sammeln sich ja hier die ganzen Krümel und Flusen drin. Da ärgerst du dich richtig, wenn dann der Stuhl immer hängen bleibt oder so. Jetzt gucken wir mal die andere Seite an. Hier schauen sich das mal an. Hier ganz flach das Kabel eingearbeitet. Da hat man gar keine Erhöhung. Das ist wirklich toll. Und dieses Kabel haben wir auch mit einer Länge von 10 Metern. Richtig, und das ist super. Das reicht in der Regel vollkommen aus. Es sei denn, du wohnst irgendwo in einem Hochhaus und hast noch 5 Etagen über dir, wo da die Schüssel irgendwo auf dem Dach montiert wird. Aber in einem ganz normalen Einfamilienhaus und auch in einem Mehrparteienhaus ist es eigentlich mit 10 Meter in der Regel getan. Ja? Und ich finde das Kabel auch deswegen super, liebe Zuschauer, weil sie natürlich auch jederzeit mal an der Fußleiste von mir aus da vorbeigehen können und können die Fußleiste trotzdem noch befestigen, so dass es immer noch manierlich aussieht. Oder auch gerne mal oben über der Türzarge entlang. So ein dickes, rundes Kabel sehen Sie sofort. Sieht ein Blinder mit dem Krückstock, wenn er zur Tür reinkommt und sagt, aha, ein Kabel verlegt. Dieses flache Kabel hier sieht man gar nicht mehr wirklich. Das verschwindet nahezu komplett in der Optik des Raumes, egal ob Sie es auf dem Boden oder eben an der Türzarge oder ganz einfach an der Fußleiste versenken möchten. Spitzenklasse. Sieht auch man hier so übrigens schön, brillante wie flach Qualität. Das gearbeitet Hammer, ist, ne? Oder? Ist wirklich toll gemacht, ganz, ganz flach. Wie du gesagt hast, das kann man dann auch schön einfach mal so an so einer Fußleiste langlegen. Ja. Das fällt gar nicht auf, weil es wirklich hier, sehen Sie das, wie toll das abgeflacht ist. Eine schöne Sache. Also wirklich schick. Hier sehen wir nochmal den Vergleich direkt. Da sieht man es natürlich am besten. Also im Vergleich, da würde ich mir natürlich hier so ein Flachkabel auch kaufen. Das also ist wenn 10 Meter reichen, würde ich auch definitiv top. zu dem flachen Kabel raten. Definitiv wird das der Fall sein. Ich habe selten mal jemanden gesehen, der also wirklich mehr brauchte. Mitunter sind es auch schon mal 12, 13 Meter. Dafür haben wir das 25 Meter lange, was man eben kürzen kann auf seine gewünschte Länge. Oder eben das extra flache jetzt hier für die Herrschaften, die es einfach ganz gerne etwas manierlich und etwas sinnvoller und haben möchten, ohne Stolper. 7,51 Euro, da greife ich jetzt zu, da rufe ich direkt an. Mit der PX5903 und der 569 können Sie hier bestellen. Sie sehen 10 Meter weiß, doppelt geschirmt, vergoldet und abgeflacht. Das tolle Sat-Anschlusskabel. 7,51 Euro. So, jetzt weiß ich natürlich, dass viele Zuschauer zu Hause sitzen und sagen, ich habe da eine ganz ordentliche Kaution abgedrückt. Ich wohne in einer Mietswohnung und wenn ich jetzt anfange, mit einem schönen 10er Bohrer einmal komplett durch die ganze Hauswand hindurch zu bohren, damit ich dieses blöde Kabel von draußen nach drinnen verlegen kann, dann sehe ich meine Kaution irgendwo auf Nimmerwiedersehen davonflattern. Und genau deswegen haben wir eine sehr interessante Kabeldurchführung, die eine brillante Qualität gewährleistet, aber trotzdem an deinem Fenster oder an deiner Tür, wo du es einsetzen möchtest, in Sachen Dichtheit, nichts verändert. So brauchst du nicht zu bohren, so brauchst du kein Werkzeug, so packst du ganz einfach diese Kabeldurchführung in die Fenster bzw. in die Tür hinein, kannst sie öffnen, kannst sie schließen, aber du hast hier ganz einfach eine Möglichkeit gefunden, ohne bohren, ohne irgendetwas an der Fassade zu verändern, das Signal, das Satellitensignal von draußen nach drinnen zu führen. Das heißt, ein Kabel hier anschließen, das richtig? Geht dann nach draußen hoch zur Sat-Antenne und hier dann einfach ins Fenster einlegen oder in die Tür. Ja. Die kann ich trotzdem toll schließen und hier das andere Kabel dann quasi nach draußen, nach drinnen führen zum Fernseher. Richtig, ganz genau. Und das ist ausgesprochen flexibel. Ach, hier sehen wir es mal, schau mal. Ja. Das ist gerade auch für den mobilen Einsatz im Campingbereich sehr, sehr interessant, aber eben auch für jede Wohnung, für jedes Haus zu Hause. Da sieht man es mal sehr, sehr gut. Schau mal, wie willst du in so einem Campingmobil jetzt, auch wenn es draußen mal regnet oder mal was kälter ist, willst du nicht dauernd ein Fenster auflassen? Wie willst du das Kabel von außen nach drinnen bekommen? Es sei denn, du bohrst irgendwo ein Loch in die Außenwand rein. Das macht doch kein Mensch. Also ganz einfach die Fensterdurchführung dazu bestellen. Für noch nicht mal 7 Euro. Schau dir das an. Und schon hast du das Signal von draußen, von der Schüssel, bis hin zu deinem Satellitenreceiver bzw. bis zu deinem Fernseher in brillanter Qualität gefunden.
geführt und das Fenster oder die Tür bleibt trotzdem dicht. Eine kleine Lösung für ganz, ganz kleines Geld hier für so ein Riesenproblem. Das ist doch clever, oder? Da können Sie jetzt auch zuschlagen hier bei uns. Ist wirklich toll. Also auch total robust. Also selbst wenn ich das biege, knicke, Fenster auf, Fenster zu, das macht denen überhaupt nichts. Reingemacht. Und du hast einen Knoten reingemacht. Ach Gottchen. Würde am Empfang nichts verändern. 6,56 Euro mit der PX5306. Und der 569 können Sie diese extra flache Premium-Satt-Fensterdurchführung bzw. Türdurchführung hier bei uns heute bestellen. Da haben wir viele Kunden, die gesagt haben, Mensch, endlich mal eine sinnvolle Lösung. Ich habe bis jetzt immer Abstand vom Satellitenfernsehen genommen, weil ich eben nicht bohren wollte. Bei einem Eigentum ist das eine andere Geschichte, das muss jeder für sich entscheiden, aber gerade in einer Mietswohnung möchte ich nicht unbedingt da irgendwelche Löcher in die Wand bohren und vielleicht noch eine stromführende Leitung treffen oder eine wasserführende Leitung oder was, dann ist also das Malheur schon vorprogrammiert. Ja. Dann einfach noch nicht mal 7 € anlegen für die Fensterdurchführung und gut ist. Wir hatten eben das Thema, wie empfängt man denn eigentlich das beste Signal? Wie empfängt man denn eigentlich, dass die sogenannte Feldstärke des Satelliten, sprich also wie ein brillantes richtig meine Satellitenschüssel richtig. Dann auch aus ja. oder meine Flachantenne, meine Satellitenflachantenne. Grundsätzlich für die eigentlich grobe Ausrichtung empfiehlt es sich natürlich mal zu schauen, in welche Richtung zeigen denn die anderen Satellitenschüssel. Mhm. Ja, dass du weißt, okay, ich muss Richtung Norden, Osten, Süden, Westen. Das alleine schon mal sehr interessant, mal zu gucken, dass du nicht in die falsche Richtung gehst, aber du möchtest ja 100% der Feldstärke messen und dafür haben wir zwei verschiedene Geräte. Das ist jetzt hier die analoge Herangehensweise. Hier zeigt dir das Gerät ganz klar, wenn du die Schüssel bewegst, mitunter auch schon mal 2-3 mm, wie stark das Signal vom Satelliten bei dir ankommt. Wenn also die Nadel hier vorne bis auf der Skala Nummer 10 angekommen ist, weißt du, jetzt hast du 100% der Feldstärke. Du hörst es aber auch, denn du hast so einen ansteigenden Piepston. Und wenn der gleichbleibend ist, dann hast du 100% der Feldstärke und damit das beste digitale Bild- und Tonsignal. Also ich schließe dieses kleine Gerät hier einfach mit diesem mitgelieferten Stecker an meine Satellitenschüssel an. Ganz genau, da ist auch ein kleiner Adapter mit dabei, richtig. Und diese andere Seite dann quasi an meinen Fernseher und dann kann ich gucken, wie das Signal hier ausschlägt. Ach, hier sieht man es auch gerade. Also nicht direkt an den Fernseher, an das LNB-Kabel, was von deinem Satellitenreceiver nach draußen zur Satellitenschüssel geführt wird. Ja? Wir können das hier mal zeigen, wie das gemacht wird. Ganz einfach hier das sogenannte LNB-Kabel an den LNB-Anschluss anschließen. Ja, und dann wird ganz einfach nur der Satellitenfinder zwischengeschaltet. So sehen wir das jetzt hier. Das heißt, das Signal wird da durchgeschliffen. Und so kann man sehr, sehr schön hier in dem analogen Bereich auf dieser Skala ablesen, wann man 100% der Feldstärke für das beste Bild und Ton erreicht hat. Man hört es aber eben auch an diesem kleinen Piepston. Übrigens sehr interessant, sowas auch mal zu Hause zu haben als Satellitenkunde. Denn grundsätzlich ist es so, dass auch schon mal im Herbst zum Beispiel oder jetzt im Frühjahr, wir hatten vor 2-3 Wochen diese schweren Stürme, so eine Schüssel natürlich auch mal ein bisschen sich auch mal verschieben kann. Millimeter oder zwei reicht dann aus, dann hast du nicht mehr 100, sondern nur 95%. Das Bild wird pixelig und das möchtest du nicht haben. Da macht es natürlich Sinn, wenn du zwischendurch nochmal korrigieren möchtest, ganz einfach so einen Satellitenfinder zwischenzuschalten. Für 9,41 Euro, ganz kleines Geld, kann man direkt mal mitbestellen. PE6334 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Das ist wirklich sinnvoll, sowas mal zu Hause zu haben, um einfach vielleicht die Satellitenschüssel mal zu korrigieren. Richtig. Aber du hast noch ein zweites Gerät mitgebracht, dieses hier. Was ist da jetzt der Unterschied zu dem ersten? Das ist unsere Luxusvariante. Das erste ist analog, das heißt, du hast diese Pegelskala gesehen. Das hier funktioniert ganz einfach digital. Schau mal, da ist so ein kleiner Kompass hier noch bei. Ja, das macht es natürlich noch einfacher. Wir beispielsweise mit Pearl TV senden über den Satelliten Astra 19,2 Punkt Ost. Das heißt, du weißt schon mal grob, in welche Himmelsrichtung du dich orientieren musst, dass du bei dem Zusatz Ost nicht Richtung Norden gehst, ist irgendwo logisch. Damit du die Himmelsrichtung findest, ist der Kompass mit dabei. Macht es also schon mal einfach. Mhm. Um jetzt aber wirklich auch das Feintuning zu übernehmen, hast du jetzt hier auf der Anzeige oben, wir werden es gleich noch kennenlernen, eine digitale Anzeige, die dir ganz klar in Prozent anzeigt, wie stark das Signal ist, was gerade von deiner Satellitenschüssel aufgefangen wird. Natürlich nicht nur optisch, sondern eben auch akustisch. Auch hier hast du dieses Piepsignal, aber gerade diese digitale Anzeige ist wirklich unglaublich komfortabel. Auch hier ganz einfach zwischenschalten, da ist ein kleiner 10 cm langer Adapter mit dabei. Das macht es einfacher vom Handling. Und dann wird ganz einfach nur das kleine Gerät zwischengeschaltet, zwischen das LNB-Kabel und die Schüssel. Und dann kann man die Schüssel perfekt ausrichten. Übrigens, wenn du Mobilsatellitenfernsehen schauen möchtest, Camping beispielsweise, ja, oder Caravan oder auch mal LKW-Bereich, wir hatten das Thema mit den Schüsseln, ist so ein Gerät nahezu unerlässlich. Denn bist du tatsächlich dann mit ganz einfachem Schätzen oder mit Drehen der Schüssel da das perfekte Signal hast, das kann dauern. Da liegt, glaube ich, der Rekord mittlerweile bei unter einer Minute. Also schneller und komfortabler kannst du das passende Signal für deinen Fernsehempfang nicht mehr wirklich finden.
Unter der Bestellnummer PX5437 und der 569 können Sie dieses kleine Schätzchen hier zu sich nach Hause holen. 21,76 Euro ist der TV-Sonderpreis. Und dann können Sie nur, nicht nur bei sich natürlich immer die Satellitenschüssel neu ausrichten, sondern auch bei Freunden, bei Bekannten, vielleicht auch bei den Nachbarn mal. Dann sind Sie bestimmt der liebste Nachbar der Welt. Dann gibt es vielleicht einen Kaffee auch ab und zu mal irgendwo oder ein Bierchen, wenn Sie dann hier die Satellitenschüssel perfekt neu ausrichten, um wirklich ein optimales Signal zu bekommen und natürlich tollen Fernsehempfang. Ich weiß noch, als meine Eltern das erste Mal Satellitenfernsehen empfangen haben, da kam ein Techniker. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Rechnung war, aber sie war dick im dreistelligen Bereich. Und wenn man so etwas natürlich von einem Profi dann wieder einrichten lässt, dann ist man ein kleines Vermögen los. Dann lieber ganz kurz kleines Geld an die Hand genommen, dann ist das Gerät zu Hause. Und wenn sich mal was verschieben sollte, finden Sie immer wieder die beste Auslastung Ihres Signals und können Ihr Lieblingsprogramm jederzeit wieder neu einrichten. Super, oder? Ja, perfektes Fernsehprogramm für Sie zu Hause, hier von uns, von Pearl TV. Rufen Sie an und bestellen Sie.